Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und wir stehen jetzt vor der lieben Orianna, die sich ein Waisenhaus mit Kindern hält, um von ihnen zu trinken. Aber sie bringt die Kinder nicht um und gibt ihnen sehr viel zurück. Und bis jetzt finden die Kinder das wohl nicht scheiße, weil der Junge hat sie verteidigt. Aber Geralt widert das wohl an. Aber... Lieber Geralt, sogar ich als junge Zuschauerin im Vergleich zu einem Alter, zu einem Vampir oder keine Ahnung wie viel, 300, 500, 800 Jahre du alt bist, selbst ich kann mir jetzt denken, dass du einfach noch auf nett spielst gegenüber Orianna, damit du diesen scheiß unbekannten Vampir triffst, der Detlef dazu zwingen kann, ja, dass er nicht mehr die Stadt zerstören möchte. Und was machst du, Geralt? Du legst dich jetzt mit ihr an, oder was? Ey, oh, Geralt, nee. Soll ich dir jetzt danken, dass du dich so gut um die Waisen gekümmert hast? Tja, was liegt dir ihr Wohlergehen doch am Herzen? Amüsant. Wie geht es denn den jungen Hexern? Wie viele überleben eure Proben? Lenk nicht ab, das lasse ich nicht zu. Dann komm zur Sache. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ein Garkin hat die Kinder getötet, einer der Vampire, die Detlef herbeigerufen hat. Er sollte die Stadt angreifen, aber dann hat der Geruch der Kinder ihn hergelockt. Ja, der trägt wirklich weit. Seine Süße kitzelt in der Nase und lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Geralt, beruhig dich. Der Älteste der Unsichtbaren. Wo finde ich ihn? Er hat sein Lager westlich der Stadt hinter dem See. Such nach einer Höhle am Ufer. Und dieser Stein öffnet eine verborgene Tür. Du bringst mich nicht hin? Ich suche den Unsichtbaren nur auf, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn du ihn triffst, weißt du warum. Ich bin gespannt, was für ein geiler Typ das ist, ey. Ich komme dich eines Tages holen. Das ist dir doch klar. Dann werde ich nach dir Ausschau halten. Interessant. Ich sollte Regis rufen. Gib mir über die Raben Bescheid, hat er gesagt. Sag den Vögeln, dass du Regis sehen willst. Das ist das geil. Okay. Ey, ihr Raben, wie sieht das jetzt aus? Reden. Also, ich warte am Anleger beim Palast auf Regis. Würdet ihr ihm das sagen? Einer Skala von 1 bis 10. Wie dumm kam er sich dabei vor? Ratet mal. Oh, ist das super. Ist das geil. Oh, ist das schön. Also jetzt nicht so mit Regen und so, aber es ist sehr idyllisch da. Wenn jetzt nicht gerade die Vampir-Invasion stattfinden würde. Es hat funktioniert. Das ist so geil einfach. Oh Gott. Du hast Orianna getroffen. Wie war es? Nicht gut. Ach, hat sie dir nicht offenbart, wo du den Unsichtbaren findest? Doch, hat sie. Offenbart hat sie auch, dass sie sich am Blut von kleinen Kindern gütlich tut. Ich gebe zu, ich habe Gerüchte gehört. Aber nicht glauben wollen. Ich will nicht darüber reden. Die Höhle liegt westlich der Stadt hinter einem See. Da müssen wir hin. Verstehe.
Ich wäre jederzeit startklar, aber... Ich komme nicht mit. Ja, ich weiß. Du würdest immer noch lieber Sianna befreien. Um Detlefs Willen. Um euretwillen. Oh, bitte. Was im Weißen Haus passiert ist, eindeutig seine Schuld. Dass die Straßen der Stadt mit Blut getränkt sind, auch sein Werk. Und du machst dir Sorgen, dass jemand seine Gefühle verletzt hat? Es ist lebensgefährlich, dem Unsichtbaren entgegenzutreten. Das habe ich oft genug gesagt und es ist mein Ernst. Du bist mir ein guter Freund. Ich möchte nicht, dass du unnötig dein Leben riskierst. Das ist doch natürlich und liegt auf der Hand. Zumal wir eine Alternative haben. Eine sehr vernünftige. Gut, es bleibt dabei. Ich bin ein Hexer, Regis. Ich verhandle nicht mit Monstern. Ich töte sie. Die Risiken sind mir einerlei. Gut. Verstehe. Ich werde es nicht mehr erwähnen. Danke. Suchen wir den Unsichtbaren. Wird Zeit, dass wir aufbrechen. Hör mal, ich werde dorthin segeln müssen. Kommst du mit oder wehst du lieber als Nebelwölkchen rüber? Als Nebelwölkchen schwatzt es sich schlecht. Und das tue ich doch so gerne. Ausführlich und detailreich. Lass uns gehen. Und da halten die sich jetzt noch ganz entspannt auf dem Bötchen. Und wir müssen mal wieder... Weißt du mehr über den Unsichtbaren? Nur, dass er Gäste nicht schätzt. Erst recht nicht ohne Ankündigung. Heißer, hast du eine Ahnung, wie wir ihn besänftigen können? Dem Brauch nach übergibt man einem Unsichtbaren einen Stein als Friedenssymbol. Aber solche Steine gibt es nur in Hagrid. Wir haben so einen Stein. Du hast wohl keine dabei. Leider nicht. Wir müssen uns wohl auf unseren Charme verlassen. Wieso reagiert der Unsichtbare denn so grantig auf Besuch? Treten die Leute sich die Stiefel nicht ab und er ist die Fegerei leid? Es ist ein bisschen komplexer. Wenn du langsam sprichst und keine schwierigen Wörter benutzt, begreife ich es vielleicht. Ich ziehe deine Intelligenz nicht in Zweifel, aber es ist nicht einfach, es einem Menschen zu erklären. Diese Welt ist uns fremd. Ich fliege voraus und sehe mich um. Ach, schade. Ich hätte nicht so schnell segeln sollen. Egal. Natürlich ist hier so ein Anlegding. Ups. Steuer loslassen. Ich muss da nochmal hoch, weil da ist was. Geralt, hier drüben. Ja, Sekunde. Darf ich vorschlagen, dass du Orians Schlüssel verwendest? Komm ich da jetzt hoch? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Geil, ein Ort der Macht. Es hat funktioniert. Gut. Ich hätte Schwierigkeiten gehabt, als Nebelwölkchen durchzukommen. Was ist da drin? Weißt du, was uns erwartet? Tja, Vampire. Witzig. Geil. Pilze. Der Typ baut erstmal Pilze an, wenn man hier reinkommt. Geralt, es ist himmlisch, mit dir zu schwatzen. Wirklich. Aber das hier ist einfach der falsche Moment. Dachte mir, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben. Okay, hier ist nichts anscheinend. Gut, dann tauchen wir wieder ab. Und gucken uns hier mal um. Vielleicht ist das ja auch ein gigantisches Bad für den Vampir, wer weiß. Vielleicht geht er gerne baden.
antike Münzen. Ja, nice. Weiß gar nicht, wo ich lieber lang gehen möchte. Warte, da war das Wasser. Okay, dann gehen wir doch mal hier lang. Aber gibt's hier irgendwas Spannendes? Nee, ne? Schade. Oh, oh, oh. Wir sind schon nah dran. Woher weißt du das? Hör doch. Ich höre gar nichts. Keine Ratte, keine Fledermaus. Totenstille. Ja, genau das. Ich sagte ja, er kann Gäste nicht leiden. Das ist die beste Idee, sich hier reinzustellen, ey. Ha. Sogar Regis hat Angst. Lag die Schelme da. Spurini veres nac atrames. Avili Cleveregis etu. Geralt macht doch dem nach. Schadlas. Will dir nichts tun. Ich würde dir lieber nichts tun. Okay. Game over. Wie verloren. Heiltrank. Ich muss einen nehmen. Verdammt. Ich habe Ausrüstung verloren. Ich muss sie wiederfinden. Nicht die beste Idee. Oh, Scheiße, ey. Das war vielleicht die falsche Entscheidung, aber gut. Vielleicht ist es auch gar nicht schlau, seine Sachen wieder auszurüsten. Entkomme aus der Höhle. Aber Regis! Verdammt, war das knapp. Der Unsichtbare bringt mich um, auch wenn ich hier rauskomme. Ich lasse mir besser schnell was einfallen. Finde eine Möglichkeit, den Unsichtbaren zu besänftigen.
Hölle ist denn hier los? Sieh an, hier war schon jemand. Ups. Vielleicht finde ich ja so einen Stein jetzt. Ein Wasser fällt nach oben. Was ist hier los? Nein, stopp! Da komme ich nicht hoch, sofern ich mir keinen Schwung holen kann. Da oben fließt Wasser an der Decke. Was denn Geiles hier? Frage mich, wie man den besänftigen kann. Das war aber knapp. Fuck, wir sind gleich tot. Nein, oh nein, oh nein. Vielleicht finden wir etwas, was uns hilft. Aber nicht, wenn... Oh, wir haben ein gratis. Einer lebt noch. What the fuck, Alter? Gottes Willen, ey. Hennenguide. Scheiße, ey. Gut, da. Also das hier heißt Hennenguide, okay. Kann ich meditieren? Ja, ich kann eine Stunde meditieren. Oder auch nicht. Habe ich hier nicht so einen Trank? Achso, warte mal, ich bin gar nicht mehr vergiftet. Merkwürdig. Knackig,
Gibt es jetzt hier wenigstens noch eine Kiste, wo wir noch andere Rüstungsteile von diesem Guide-Dienst kriegen? Das kannst du hier jetzt nicht tun. Ah, Entschuldigung. Gut, ich vermute mal, wir müssen hier hoch. Wir müssen Regis retten. Können wir hier runterspringen? Ja, können wir. Das war dumm. Ja, gut, aber das war's jetzt auch für den Part. Also die knacke ich hier, meine Güte. Ja, während der den letzten Spielstand noch lädt, mal gucken, wo wir waren. Kann ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. 6 Folgen haben wir heute. Ich werde jetzt auch erstmal eine Pause machen, Mittagessen und sowas. Ja, dann könnt ihr natürlich gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part. Ach, hier sind wir. Okay. Verdammt, war das toll. Knapp. Der Unsichtbare.